In meinem Buch Glücksschule gehe ich von einem sehr positiven Menschenbild aus. Ich gehe davon aus, dass Kinder von Natur aus lernen wollen und neugierig sind. Also man kann das auch belegen. Zum Beispiel zeigen ja Forschungen, dass Kinder, vierjährige Kinder, bis 400 Fragen pro Tag stellen. Und Eltern, die mit Kindern den Tag verbringen, wissen, dass das manchmal ziemlich intensive Fragen sind. Und eben Fragen, die zeigen, dass Kinder von Natur aus lernen wollen. Ganz viele Kinder freuen sich auch, in die Schule zu gehen, weil sie eben gerne lernen, weil sie noch mehr wissen wollen, weil sie ganz viele Interessen haben, die sie hoffen, dass die dort wie abgedeckt werden. Das Problem oder die Situation in der Schule ist dann aber oft vielleicht eine andere. Also es ist dann oft so, dass sie dorthin kommen und eigentlich gar nicht Antworten auf ihre Fragen bekommen. Also ganz gar nicht auf das Antworten bekommen, was sie persönlich tief interessiert, sondern vielmehr Themen vorgegeben werden. Also es gibt dann einen Lehrplan, es gibt dann von außen vorgegebene Strukturen und Abläufe, wie lange man sich mit etwas beschäftigen sollte. Und das kann dazu führen, dass schon recht bald die Freude, diese anfängliche Freude, verloren gehen kann und dass Kinder schon recht bald nicht mehr ganz genau wissen, will ich jetzt wirklich dorthin gehen, macht mir das wirklich Spaß, warum gehe ich überhaupt dorthin? Diese Fragen stellen Kinder heute immer mehr auch. Und das hat auch damit zu tun, dass die Kinder spüren, dass sie immer mehr eigentlich wie aus dieser intrinsischen Motivation fürs Lernen, also die innere Motivation, dass sie die wie beginnen zu verlieren und dass die ersetzt wird von einer extrinsischen, äußeren Motivation. Das heißt, sie versuchen, Pflichten zu erfüllen, Erwartungen zu erfüllen, den Lehrplan zu erfüllen, um nicht bestraft zu werden, um gute Noten zu haben, also was ja auch ein Belohnungssystem ist. Und sie versuchen, sich anzupassen diesem System, aber dabei spüren viele Kinder eben heute auch, dass sie wie den inneren Bezug verlieren. Und das ist dann, es kommt dann wie ein Funktionsmodus und sie hören auf, sich wirklich von innen heraus zu begeistern oder begeistert zu fühlen, sondern sie beginnen zu funktionieren und Erwartungen und Pflichten zu erfüllen. Und das scheint mir ziemlich problematisch zu sein. Das kann überall passieren, nicht nur in der Schule, natürlich auch in der Erziehung und allgemein. Und viele von uns Menschen, erwachsene Menschen, haben diesen Bezug zu dieser inneren Kraft, zu diesem inneren Potenzial, zur Berufung, zur Begeisterung irgendwie verloren. Und das weiß ich, weil ich Kurse anbiete in diesem Bereich, die Erwachsenen helfen sollen, wieder zurückzufinden in ihre wahre Kraft, zu ihrem wahren Selbst. Und dort weiß ich, dass ganz viele darunter leiden, sich abgetrennt zu fühlen von ihren eigentlich tiefen Bedürfnissen. Sie spüren nicht mehr ganz genau, was brauche ich wirklich im Leben, was ist mir wirklich wichtig und was sind wirklich meine tiefsten Gefühle. Dieser Bezug ist oft wie verloren gegangen. Und das ist irgendwie, ich finde das traurig. Also ich wünsche mir, und im Buch Glücksschule versuche ich das so darzustellen, ich wünsche mir eine Gemeinschaft, die das gar nicht mehr macht, also diese Abspaltung von diesen inneren Bedürfnissen gar nicht mehr passieren lässt, sondern eigentlich diese Verbindung immer aufrechterhält, sodass die Kinder eigentlich selbstgesteuert ihren Lernprozess beeinflussen können in eine Richtung, wo sie wirklich ihre Interessen, ihre Begabungen haben, ihre Talente, weil ich glaube nicht, dass jeder Mensch irgendetwas lernen kann, wenn er es nicht lernen will. Also wenn die Offenheit für ein Thema nicht da ist, dann ist es sowieso sehr schwierig. Man investiert da Stunden von Zeit, sitzt da, langweilt sich, quält sich ab. Aber danach bleibt eigentlich vor allem ein Gefühl von Frustration und von Versagen. Aber eigentlich wirklich eine tiefe Lernerfahrung findet so kaum statt. Also es gibt nur in seltenen Fällen, denke ich, die Möglichkeit, dass man, wenn man etwas lernen muss, daran irgendwie mit der Zeit immer mehr Freude findet. Es muss eine innere Offenheit, ein inneres Interesse da sein. Und dann kann wirklich dieser Lernprozess passieren. Es kann aber auch sein, dass Menschen spüren, ich bekomme da Wertschätzung, ich bekomme Bestätigung, ich bekomme gute Noten und dafür will ich lernen. Das kann auch sein, dass das eine Motivation ist. Aber dann ist die Gefahr da, dass man eben nicht mehr spürt, was man selber wirklich für Bedürfnisse hat, was man eigentlich im Leben wirklich möchte. Und dann ist man vielleicht irgendwann mit 30, 40, 50 oder irgendwann im Leben steht man da und spürt, ich habe eigentlich gar nie mein Leben gelebt. Ich habe funktioniert, ich habe Erwartungen erfüllt, ich habe mich angepasst. Aber mein inneres Potenzial, was ist das eigentlich? Was will ich eigentlich wirklich im Leben? Bin ich wirklich erfüllt in meinen Beziehungen und in dem, was ich tue im Leben? Und diese Fragen, die tauchen dann irgendwann auf und dieses Buch beleuchtet diese Themen von verschiedenen Seiten und will Visionen schaffen oder schafft Visionen, wie eine Schule, eine Erziehung aussehen könnte, die diese innere Verbindung eben aufrechterhält. Und
Gleichzeitig ist das Buch Glücksschule auch eine Glücksschule für diejenigen, die das lesen. Also es soll den Leser wieder zurückführen in seine Verbindung, in seine innere Kraft, in seine wahren Bedürfnisse. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Lesen und bis bald.